wenn meine Eltern mich mitgenommen haben, war ich eigentlich meistens mit den anderen Kids am Puttinghohlen. Ich glaube, das Zocken da am Puttinghohlen ist so die erste Golferinnerung. Und da hat man sich damals auch schon vorgestellt, der Putt ist jetzt hier, um die Masters zu gewinnen, um jetzt hier die BMW International Open zu gewinnen vor deutschem Publikum. Das waren eigentlich so die ersten Erinnerungen. Zur BMW International Open war ich auch als Kind, hab mir zugeschaut. Und du hast natürlich immer die Spieler mit diesem Clip gesehen. Das gab es immer damals als Ausweis sozusagen. Das war schon immer so ein Traum. Und dann, als ich den 2013 bekommen habe, habe ich den schon relativ stolz getragen, auf jeden Fall. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, die ersten Monate auf der European Tour. Ich war gut in Form, direkt von Anfang an, was nicht selbstverständlich ist. Und dann denkt man schon schnell auch, ja, man ist gut genug und man gehört hier hin. Das ging relativ zügig bei mir, Gott sei Dank. Beim BMW International Open, Albatros am 11. Loch. Vor den Zuschauern hier in Deutschland war natürlich mega geil. Es war ein Schlag, der gelingt dir wahrscheinlich einmal im Leben. Und dass er dann ausgerechnet dann hier vor der Kulisse war, das war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und dann natürlich der Turniersieg endlich. Ich habe am letzten Tag eine super Runde gespielt, aber Gavin Green hatte ein Putt, um ins Stechen zu kommen. Und der ist dann einmal komplett 180-mäßig ausgelippt. Also da war das Glück einfach auf meiner Seite auch in der Woche. Und das braucht man dann auch. In dem Moment, wenn man gewonnen hat, ist es eigentlich Freude pur. Aber wenn man dann zu Hause ist, ein bisschen zur Ruhe kommt, dann ist das natürlich schon eher eine andere Emotion, so ein bisschen, weil man halt auch auf die Jahre zurückdenkt, wo es halt nicht so geklappt hat. Ja, war auf jeden Fall auch eine Achterbahn der Gefühle und war sehr speziell. Ja, die wichtigsten Personen, die von Anfang an dabei waren, sind auf jeden Fall meine Eltern. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man diese Personen am wenigsten wertschätzt, ein bisschen. Wenn man weiß, die sind sowieso da. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, sind es gerade diese Personen, wo du weißt, egal ob ich jetzt gut spiele, egal ob ich schlecht spiele oder was ich mache, wie ich mich, sag ich mal, wie ich mich benehme oder was auch immer, die sind immer für einen da, auf die kann man sich einfach verlassen. Ja.